Letzte Folge haben wir Blender installiert und uns einen generellen Überblick verschafft. Und nun zeige ich euch, wie man den Skin wechselt und wie man extrudet. Dafür öffnen wir erstmal unter File, Open, hier oben. Weg, hier. Dann haben wir den hier geöffnet. Um den Skin nun wechseln zu können, gehen wir hier oben. Dann unter UV Editor, hier. Da gehen wir nun auf dieses Icon hier, scrollen etwas runter, bis Skin oder zum Beispiel Steve hier steht. Dann gehen wir auf Image, Replace Image. Aber das geht hier nicht, deswegen müssen wir es ein bisschen anders machen. Wenn es bei euch aber geht, dann müsst ihr diesen Schritt jetzt, den wir jetzt machen, nicht machen. Ihr drückt N, geht hier rechts auf Image. Dann geht ihr auf dieses Zeichen hier, Remove Pack. Nun können wir hier rechts den Skin nochmal suchen, den ihr wollt. Zum Beispiel so den hier jetzt. Am besten wäre es natürlich, wenn er keine Augen hat, außer ihr deaktiviert Augen. Deswegen nehme ich jetzt einen Skin ohne Augen. Bei diesem Rig ist es so, das ist hier, wenn ihr auf diese Sterne oder auf diese Funktion hier so drückt, einmal in den Post-Mode gehen müsst, also entweder Steuerung Tab oder hier oben dann. Da könnt ihr auf die Sterne gehen, N drücken und dann könnt ihr hier verschiedene Sachen einstellen. Zum Beispiel Texture Deform aus und Anti-Lag an. Damit können wir auch jetzt die Augen nach unten verschieben. Darauf geht ihr auf diesen Pfeil hier und schiebt ihn einfach nach unten. Nun können wir eigentlich schon extruden, deswegen gehen wir wieder zurück in Object Mode, wählen zum Beispiel 1 hier aus und drücken entweder dieses Slash über Numpad oder wir schieben ihn einfach so ein bisschen weiter weg. Wenn man jetzt aber wieder auf das Slash drückt, dann erscheint wieder der Rest. Nun gehen wir unter Tab in den Edit Mode und wählen zum Beispiel, wenn man jetzt C drückt, alle Faces aus, die extruded werden sollen. Das wäre in dem Fall so. Und wenn etwas zu viel markiert wurde, könnt ihr Mausrad drücken und das Leder löschen. Oder ihr wählt mit Rechtsklick eins aus und macht es mit einem weiter. Aber wenn es jetzt hier zirkular einmal so rumgeht, könnt ihr auch Alt drücken, dann noch Shift dazu und könnt hier die alle auswählen. Dann könnt ihr P Selection drücken. Jetzt wieder raustappen und das Neue hier auswählen. Nun gehen wir hier zu Add Modifier, zu Solidify und können hier einen beliebigen negativen Wert eingeben. Und so viel wird es dann auch extruded. Man könnte auch jetzt hier noch Even Thickness aktivieren, dann wird es halt hier so gleich dick überall. Zusätzlich kann man auch noch was anderes machen. Das zeige ich dann beim anderen Arm. Man wählt den Arm aus. Wieder so. Man könnte theoretisch jetzt auch hier die Faces mit E extruden. Aber man kann nicht alles auf einmal extruden, weil das dann so komisch wird. Das empfiehlt sich nur, wenn es wirklich nur auf einer Seite ist. Theoretisch könnt ihr das hier dann nehmen. Einmal duplizieren, wieder eins wieder zurückschieben. Und dann nehmt ihr das hier, geht auf Subdivision Surfaces und könnt es auch hier ein bisschen höher schalten, so. Nun könnt ihr, wenn ihr in Tab geht, hier links zu Loop Cut gehen und hier es dann einmal so recht weit nach links schieben. Hier für rechts dann auch, hier nach rechts dann auch und hier. Dadurch bewirkt ihr, dass an diesen Kanten hier scharfe Kanten oder Ecken sind und hier oben abgeflachte. Wenn ihr das hier nach oben ziehen würdet, so hier, dann braucht ihr das eigentlich nicht, wenn ihr das nicht so abgeflacht haben wollt. Könnt ihr das wieder auf 0 gehen und das hier könnt ihr nach drüben schieben. Das sieht dann so aus.
theoretisch könnt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier beim Körper nur diese vorderste Seite hier so, diese zwei, hier diese schwarze Fläche hier extruden wollt, E drücken und dann leicht extruden. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr auch die richtige Farbe habt. Deswegen öffnen wir jetzt hier auf Plus, General, UV Editing. Da gehen wir nochmal hier so drauf, hier oben in Viewport Shading. Und wir haben die ja ausgewählt, aber wir müssen jetzt genau die anderen auswählen. So. Und dann drücken wir G und schieben das einmal so richtig hin. Das gleiche machen wir dann auch mit denen hier. So. Ihr könnt natürlich jetzt nicht hier drauf gehen mit E rein extruden, das geht nicht. Dafür wählen wir einfach hier alle Faces aus, drücken G und locken es auf eine Achse. Zum Beispiel jetzt hier die Y-Achse war das. So. Dann können wir das einfach hier so reinschieben. Bei mir ist es jetzt hier zwar so ein kleines Dingsbums hier. Das könnt ihr dann einfach unter X wird heißt es löschen. Und dann könnt ihr theoretisch so. Wenn ich das hier nochmal so auswähle, hier die auswählen, also hier oben habe ich einmal die Ränder ausgewählt, hier auswählen und einmal F drücken. So. Jetzt könnt ihr die hier nochmal richtig zum Beispiel skalieren mit S und dann einmal zurechtschieben. Und das gleiche kann ich dann auch mit dem machen. Und dann so einschieben. So. Jetzt haben wir das auch so extruded. Wir haben hier den Kopf, dann drücken wir wieder Steuerung, Tab und können, wenn wir wieder hier die ganzen Faces auswählen, mit C all die Faces hier auswählen. Dann drücken wir X, Faces, um die zu löschen. Nun können wir hier das nehmen und wieder Solidify hinzufügen. Zum Beispiel auf nur minus 0,2 und können es unter G Z runterschieben. Am besten haltet ihr auch dafür Steuerung gedrückt, weil dann rastet es so ein bisschen ein. Das gleiche können wir dann auch für den hier machen. Aber dafür gibt es einen Tipp. Wenn ihr Macprep installiert habt, dann könnt ihr unter Select Alpha Faces, all die Alpha Faces auswählen und dann könnt ihr sie unter Faces löschen. Nun könnt ihr auch hier Solidify wieder verwenden. Und nun zeige ich euch im Nachhinein, wie ihr Macprep installiert. Dafür geht ihr auf Macprep, also thedarkcow.com Website und downloadet erstmal Macprep. Dann geht ihr in Blender, Edit, Preferences, Add-ons und dann auf Install. Nun sucht ihr Macprep, also da, wo ihr es gedownloadet habt. Das ist in einem ZIP-File und es muss auch als ZIP bleiben. Nun könnt ihr auch Macprep hier installieren, Install Add-on. Und dann müsst ihr hier noch Macprep suchen und es hier aktivieren. Dann könnt ihr hier Save Preferences gehen und zurück. Dann habt ihr Macprep installiert und dann konntet ihr auch oder könnt ihr auch die Alpha Faces hier drüben selektieren. Das war das Tutorial für Extrude und für den Skinwechsel. Nächste Folge kommt dann dran, wie man Objekte importiert in Blender und wie man eine Pose macht mit dem Rig. Ich würde mich sehr über ein Like und euren Support freuen. Bis zum nächsten Mal.